Das ist mein Modell, Nikolai, für meinen Langhaarschnitt. Also bei unserem Modell, dem Nikolai, habe ich eine tiefe Hufeisenabteilung gemacht. Das bedeutet, dass das Deckhaar so lang wie möglich bleibt. Ich habe ihm 5 Abteilungen gesetzt. Die werde ich jetzt vertikal schneiden, dass ich trotzdem eine gerade maskuline Form ihn erzeuge. Und durch diese Abteilung werden wir etwas Bewegung in seinen Haarschnitt bekommen. Sauberes Rauskämmen, ganz wichtig. Bestimmt eure Länge, die ihr zuvor festgelegt habt. Und dann schneidet ihr ganz sauber ab. Da oben ist meine Leitlänge. Kontrolliert euch nochmal mit dem Kamm. Nachdem wir jetzt die Zone 1 und 2 geschnitten haben, kommen wir direkt zur Zone 3 und 4. Das heißt also wirklich von der Kopfrundung zum Oberkopf. Wir nehmen uns das erste Passé raus. Das, was wir nicht brauchen, legt es euch auf die Seite. Bleibt bitte ganz genau hinter dem Kopf gerade stehen. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich werde das Ganze mit dem Messer verbinden, mit dem Razor, um einfach eine schönere, rauere Struktur zu erschaffen. Das ziehen wir auch wieder horizontal raus, bedeutet, dass wir die Länge behalten. Das ziehen wir so weit raus, bis unsere Leitlänge unten drunter rausfällt. Und dann arbeiten wir mit dem Razor von den Seiten zur Mitte. Nehmen nochmal hier die Seite dazu. Das ist das, was noch nicht geschnitten wurde. Da ist meine Grundlänge, also meine Leitlinie. Ich ziehe sie raus, bis es rausfällt, lasse meine Finger dort, wo sie sind und schneide mit dem Messer. Dann nehmen wir uns dann wieder unser Passé . Unsere Leitlänge kommt von dem davor geschnittenen, das heißt dort wieder von unten, zieht es wirklich horizontal raus, gerade da und drunter ist meine Leitlänge, zieht es so weit raus, bis es rausfällt und dann schneiden wir von der Seite, von rechts und von links in die Mitte. Wie ihr seht, kommt da kaum noch was, also von der Länge her sind wir eigentlich mit dem Deckhaar jetzt gleich. Ihr habt es eben gerade gesehen, da war so gut wie nichts zum Abschneiden. Das heißt nämlich wirklich, dass die Frontpartie hier vorne ganz lang bleibt. Auch hier sind es wirklich nur noch Spitzen, die da sind, die ich einfach mit dem Razor angleiche. Jetzt gehen wir an die Kontur und da ist es wirklich, dass wir nur die untersten mit dem Razor von vorne nach hinten schneiden, um einfach dem Haarschnitt auch in der untersten Kontur eine Form zu geben.
holt das Deckhaar von oben mit runter, dass das nämlich nicht über die Kontur mitgeht. Das Gleiche machen wir natürlich auch hinten. Auch hier ist es wichtig, beim Messer wieder von beiden Seiten zu kommen, um diesen Fall in die Mitte zu drücken. Und auch hier wirklich nur die untersten Spitzen, das, was so lang ist, dass das noch wegkommt. Und ich möchte einfach, dass es bei ihm ein ganz natürlicher Fall gibt, auch von den Spitzen, dass die ganz natürlich und nicht so kerzengerade sind. Wie ihr seht, sind es wirklich nur die äußersten Spitzen. Aber auch wieder wichtig von vorne nach hinten, dass die Spitzen automatisch diesen Fall bekommen in diese Richtung. Und noch ein bisschen nach oben. Genau. So, du darfst jetzt ein bisschen nach links drehen den Kopf, genau. Das ist mein Langhaarschnitt, der Nikolai für euch. Bitteschön.